Der FC St. Pauli schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu und leiht Hoffenheim Talent Justin Hochmar bis zum Ende der Saison aus. Der Verteidiger soll die Lücke schließen, die durch die Verletzung von Philipp Zieheis entstanden ist. Justin Hochmar zieht es vom Kreichgar auf den Kiez. Der niederländische U21-Nationalspieler schließt sich bis zum Ende der Saisons auf Leihbasis dem Zweitligisten FCST. Pauli an. Das gaben sowohl Stammclub 1899 Hoffenheim als auch St. Pauli am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Der 20 Jahre alte Verteidiger soll im Unterhaus Spielpraxis sammeln. In Hoffenheim läuft sein Vertrag noch bis 2021. Gemeinsam mit Justin haben wir die Entscheidung getroffen, dass er sich aktuell am besten weiterentwickeln kann, wenn er so viele Spiele wie möglich auf einem herausfordernden Niveau absolviert. Sowohl Justin als auch wir sehen nach intensivem Austausch mit den Verantwortlichen des FC St. Pauli diese Chance in Hamburg als sie gegeben an, wird der SG Sportdirektor Alexander Rosen zitiert. Pauli Kutsch Markus kautzinski zeigte sich nach der 1 zu 2 Niederlage am Dienstag in Darmstadt zufrieden über den Transfer. Sein Team hätte mit einem Sieg zumindest über Nacht auf Rang 1 springen können. Justin ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, der neben Kopfballstärke, Ruhe am Ball und ein gutes Passspiel mitbringt, so der Pauli-Trainer. Hochma soll den Verletzten Philipp Eis ersetzen. <laughs>